Im Ruhrort und der anderen, wo wir hinfahren, Homberg. Beidseitig stand ein Hebeturm. Der in Ruhr ist schon lange weg, den in Homberg sehen wir gleich noch. Diese Hebetürme funktionierten wie ein Lift. Eisenbahnwaggon oben eingefahren, abgesenkt, den Fähren übergeben und so gingen wir täglich bis zu 200 Waggons über den Rhein. Das Ganze schlief dann so ab 1861 langsam wieder ein, denn da baute man dann doch die erste Rheinbrücke in Duisburg südlich von Hirnrheinhausen. Und das war dann logischerweise auch eine Eisenbahnbrücke. Ja, die Fahrgäste unten können es jetzt nicht, aber die oben. Wenn Sie jetzt einfach mal nach hinten schauen, zu dieser Treppe, die seit Jahren nicht gereinigt wurde, stellen Sie fest, die wurde jetzt gereinigt. Und jetzt stellen Sie sich da einfach auf dieser Wasserfläche eine riesige runde Holzkugel vor. Jetzt einfach mal so, einfach mal vorstellen. Gleich mehr dazu. Ja, jetzt haben wir hier rechts oben erst einmal das große Kraftwerk von ThyssenKrupp Steel. Heißt Hermann Wenzel, benannt nach früherem Ingenieur und Direktor dieses Kraftwerks, noch zu Zeiten von Phoenix Rhein-Ruhr. Später war es dann August Thyssen, heute ist es eben ThyssenKrupp Steel. Sein Gaskraftwerk, Thyssen hat drei solcher Gaskraftwerke in Duisburg und alle drei werden sie, solange vorhanden, mit einem Abfallprodukt befeuert, was bei Thyssen in großen Mengen anfällt. Das ist einmal Gichtgas, das entsteht bei der Erschmelzung von Eisenerzen und dann ist das Koksgas, das fällt an bei der Herstellung von Koks, dem schwarzen Koks. Die Gase brennen wunderbar, kann man klasse Strom draus machen. Zum Fuße des Kraftwerks befindet sich das alte Ruhrort Lara Hallenbad. Das hat man vor 19 Jahren das Landmuseum der Deutschen Binnenschifffahrt eingerichtet, was man auch täglich aus